Hallo Leute und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf NVA Gaming. Und ja, ihr seht schon im Titel, was ist der bessere Minecraft Launcher? Der normale Launcher oder eher ein anderer Launcher? Und ja, ich zeige euch heute, dass ja der normale Minecraft Launcher eben nicht der bessere Minecraft Launcher ist, sondern dass ihr euch einen anderen Launcher nehmen solltet. In meinem Fall nehme ich jetzt hier den T-Launcher. Ja, und ich zeige euch mal, warum ihr unbedingt den nutzen solltet. Das zeige ich euch jetzt genau hier in diesem Video. Und zwar solltet ihr diesen Launcher nutzen, weil, seht genau hier, ihr hier dieses Ordner-Symbol zum Beispiel direkt mal habt. Nebenbei starte ich zum Beispiel auch mal den Standard-Launcher. Der muss natürlich noch geupdatet werden, weil ich ihn ja auch eigentlich nie nutze. Toll. Aber doch, geht ja. Ja, das ist der normale Launcher, das ist der Modded Launcher. Wenn ich in den Minecraft-Ordner will, muss ich normalerweise Windows R drücken. Das hat jetzt nicht geklappt. Windows und R, danke. Und Prozent, AppData Prozent eingeben, kann dann auf Enter oder auf OK drücken, dann öffnet sich dieser Ordner, dann kann ich in den Punkt Minecraft Ordner gehen und kann hier Sachen machen. Schön und gut. Ihr seht auch, hier sind zum Beispiel andere Sachen vom T-Launcher drin. Das ist ja schön und gut beim normalen Launcher. Beim Modded Launcher, ne, oder eher gesagt beim nicht offiziellen Launcher, gehe ich einfach hier aufs Ordner-Symbol und komme in diesen Minecraft-Ordner und kann hier rumbasteln. Ein weiterer Punkt ist das Modden. Normalerweise tut man oft heutzutage über den Twitch-Launcher modden. Gut, den habe ich jetzt hier nicht drauf, weil ich den ja auch eigentlich nicht nutze. Aber hier klickt man einfach auf TL Mods. Dann lädt das kurz. Und dann kommt ihr hier hin zu Mods. Mod-Packs, Einzelmods, Resource-Packs, Maps und Shader-Packs. Hier habt ihr natürlich auch die Suche, wo ihr natürlich nach den entsprechenden Mods-Packs, Mods, Resource-Pack, Maps und Shader-Packs suchen könnt. Hier könnt ihr natürlich noch alle bei Texture-Packs nach Auflösung, bei Mods, nach unterschiedlichen Sachen, Überleben, Shader, was das alles sein soll und. Also seht ihr, Mods habe ich schon so ein paar einige. Better FPS habt ihr hier. Source Packs. Ja, ist auf jeden Fall eine sehr, sehr geile Sache. Allein schon das spricht dafür. Ein weiterer Punkt ist, so oder so, ob ihr Mods installiert habt oder nicht, in jeder Version ist Optifine vorinstalliert. Und Forge. Zumindest in jeder Version, wo es verfügbar ist. Ihr seht hier 1.13 mit Optifine, hier noch eine Forge-Version. Und hier auch nur Optifine und Forge. Es gibt aber auch Versionen. Hier habt ihr zum Beispiel auch Modpack-Versionen drin, wie ihr seht. Hier seht ihr zum Beispiel Forge und Optifine für die 1.12.2. Ja, das Coole ist, habt ihr einmal die Version gestartet, habt ihr tatsächlich auch die Möglichkeit, im normalen Minecraft die auszuwählen. Also habt ihr quasi hier einmal welche runtergeladen, könnt ihr diese im Regelfall auch hier drüber selber launchen. Warte, zeige ich euch. Eigentlich müsste hier Optifine auch funktionieren. Wenn man das einmal gestartet hat, ich glaube auf jeden Fall mit der 1.12 habe ich das mal übertragen. Oder da wurde das übertragen. Ja, ihr seht, das ist das Coole. Einmal quasi über den Launcher Minecraft gelauncht, habt ihr quasi auch die Möglichkeit, beim offiziellen Launcher das Ganze dann zu nutzen. Ein weiterer Punkt ist, ich zeige euch das mal hier, und zwar klein aktualisieren, Accounts. Genau. Und zwar unter, ich glaube an sich oder Einstellungen. Launcher Einstellungen. Nee,
Ich glaube, hier unter Accounts könnt ihr dann zum Beispiel ja einen Account auswählen, und zwar halt einen TL Launcher Account. Da könnt ihr halt irgendeinen Benutzername eingeben. Hier ist mein NVA Gaming Test. Und ich glaube, kennen wir das hier, glaube ich nicht. Ich glaube, Passwort braucht ihr jetzt nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Trage ich jetzt einfach mal ein. Konto erstellen. Ungültiger Benutzername, Passwort oder. Warte mal. Ich probiere mal. Moment. Test. Wir geben ein Passwort ein. Ich glaube, ich sogar gar keins eintragen. War schon so lange her, ich weiß das schon nicht mehr. Und ich hab's gleich. Ah, ich glaube, das ist nur, wenn man einen Skin benutzt. Warte, Moment, Moment. Ich hab's gleich. Ich probier's mal. Leeres, nutzerliches Skin. Passwort ein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eigentlich müsste es klappen, oder muss man da letztendlich gesehen gar nichts eintragen? Jetzt muss ich nochmal gucken. Geben Sie eine E-Mail ein. Ah, eine E-Mail. Okay. Ich trage jetzt tatsächlich mal einfach meine E-Mail ein. NVA Gaming at online.de. Und dann ein Passwort. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wenden Sie sich niemals. Okay, also früher hat es auf jeden Fall funktioniert. Ich weiß jetzt gerade irgendwie nicht mehr, wie das genau funktioniert. Aber auf jeden Fall könnt ihr mit einem. Vielleicht muss man auch mittlerweile wirklich einen Account haben, weil ich spiele aktuell ohne richtigen Account. Aber ich habe meinen Fake-Account im Prinzip schon 2017 erstellt. Ja, hat sich auch ein bisschen was geändert. Aber theoretisch gesehen könnt ihr quasi über einen TL-Account spielen oder über einen offiziellen Minecraft-Account, also über einen Cracked- oder nicht-Cracked-Account. Und ja, das Ganze ist es auch schon. Wir starten jetzt einfach mal. Moment. So. Wir starten jetzt einfach mal ohne Account. Eigentlich kann man hier sich auch einen Account somit erstellen. Aber irgendwie ist das nicht mehr so, wie es eigentlich sein sollte. Das können wir mal schließen, weil das ist Müll. Ja, ich zeige euch das jetzt aber, wie ihr mit gemoddeten Minecraft zocken könnt. Ah, genau. Wir sind hier auf diesem Berg, stimmt ja. Ja, ihr seht. Ja, man kann hier mit Mods, Schienen, Shader und alles Mögliche. Alles kein Problem.
und dann könnt ihr hier easy zocken. Wie ihr seht. Können wir uns umbringen? Können wir. Hier werden wir wieder gespawnt. Ich weiß gar nicht, warum mein Account Shader in Vorgehen heißt. Eigentlich heißt er nur in Vorgehen. Das Piste ist, da gehen wir wieder zurück ins Open-New-Welten das Spiel. Ja, also ihr seht, auf jeden Fall. Ja. Wenn man ganz einfach Minecraft viel einfacher modden kann, Texturen ändern kann, Shader ändern kann oder runterladen kann, wie man ganz einfach Optifine und Forge und alles mögliche hinbekommt, und es ist auf jeden Fall deutlich besser als hier dieser offizielle Minecraft Launcher, weil der ist einfach Müll und ich mag den sowieso nicht mehr, seitdem der hier dieses überarbeitete Dings hatte, da war dieser alte Launcher mit diesem ganz normalen Erde-Hintergrund, der genau wie die ganz alte Minecraft-Webseite deutlich besser meines Erachtens nach, als Minecraft noch diese alte Webseite hatte, fand ich persönlich deutlich ansprechender. Diese neue Minecraft-Sachen hier fucken mich ein bisschen ab, hier dieser neue Launcher. Den bin ich jetzt nicht so der große Fan von. Übrigens, falls sich einer wundert, was das denn hier für ein endgeiler Hintergrund ist, im Hintergrund, der ist hier so live-mäßig, dieser coole Minecraft-Hintergrund, wenn ihr generell wissen wollt, wie man deutsche Hintergründe noch hinzufügt, dann könnt ihr mir das ja mal in die Kommentare schreiben, dann zeige ich euch das Programm, was ich dafür benutze. Aber das war es jetzt erstmal mit dem Video. Wenn euch das ganze Video gefallen hat, würde ich mich wahnsinnig über ein Like freuen. Und wenn ihr weiterhin auf diesen Kanal nichts verpassen wollt, könnt ihr natürlich auch abonnieren. Ich bin mit raus. Ciao, Leute.